ich mal wieder was ganz Besonderes. Für mich, ich weiß nicht, ob es für euch besonders ist, meine neue Kaffeemaschine ist angekommen und die habe ich von der Firma Rommelsbacher. Hier haben wir sie dann schon mal ausgepackt. Ihr seht, das ist nicht nur eine Kaffeemaschine, das ist ein ganzes Kaffeecenter. Man kann auf dieser Seite hier eine Kaffeekanne kochen. Das ist wichtig für meinen Mann gewesen, dass man hier einfach Filterkaffee aufbrühen kann. Hat dann ein Kännchen, also eine Kanne, nicht ein Kännchen, eine Kanne Kaffee. Und für mich war wichtig, wenn ich mal einen Kaffee trinke, ich möchte einen Latte Macchiato oder einen Cappuccino oder gut, Espresso ist für mich ein bisschen stark, aber den braucht man halt, um Latte Macchiato und sowas machen zu können. Und das kann man dann auf dieser Seite hier machen. Wir haben hier diese Teile, um den Kaffee da reinzumachen. Wir haben einen Portionierer mit bei und einen Stampfer, um den Kaffee hier richtig festzustampfen. Und wir haben sogar so einen Filter mit drin, wenn man jetzt stark kalkhaltiges Wasser hat oder da irgendwas drin ist. Diese Kaffeefilter, also diese Wasserfilter, sind dann eben da, um diese Sachen rauszufiltern. Ja, weil das eine kleine Prinzessin ist. Das ist eine kleine, das ist keine kleine Prinzessin. Du bist die Prinzessin. Ach so, ich bin mit die deiner Prinzessin. Extra Würste. Aber die Maschine ist einfach nur genial. Wenn ich sehe, ja, ich hatte euch ja mal eine andere Kaffeemaschine, so eine Kapselmaschine vorgestellt und da habe ich ganz viele Zuschriften gekriegt. Ja, da kommen immer so ganz viele Kapseln, die machen ganz viel Müll. Ja, ihr habt recht. Wenn man da mal drüber nachdenkt, die Maschine war preiswert, aber der Müll, der da produziert wird, ist schon haarig. So, jetzt wollen wir das Gerät mal langsam ausprobieren, die ganzen einzelnen schönen Sachen. Schönen Arm hast du. Schönen Arm, wunderschön, ja. Die ganzen schönen Sachen, die man damit machen kann. Wir haben jetzt hier auf der Seite, wie gesagt, dass man eine Kanne Kaffee machen kann. Hier oben drückt man drauf, damit es aufgeht. Dann haben wir, müsste das hier mal hier rankommen, hier oben nämlich den Filter drin. Hier oben ist nämlich dann der Filter drin, der hier eingeklickt wird. Und hier ist dann das Fach für Wasser. Und wenn wir das nochmal weiter rumdrehen, sieht man dann hier die Füllstandsanzeige. Da gießen wir jetzt einfach mal Wasser rein, damit ihr seht, wie sich das vielleicht bewegt. Dass es doch dicht ist. Dass es steigt. Oh, wie viel Wasser geht denn da rein? So, das sind dann 1,5 Liter, die da reinpassen. Das ist ganz schön viel Wasser. Und da oben ist dann jetzt eigentlich auch ein Maximal. Also man sieht das jetzt hier und man sieht es auch da innen drin, wenn man gießt. Mhm. Da ist dann so ein weißer Nippel. Da seht ihr den weißen Nippel, dass man von innen sieht, wie hoch das gefüllt werden kann. Und eben von außen siehst du das halt auch. Und vor dem ersten Benutzen soll man das jetzt einfach mal leer durchlaufen lassen. Auf beide Seiten gleichzeitig oben drauf drücken. Leer heißt einmal nur mit Wasser. Nur mit Wasser, ohne, ja nicht leer, ohne Wasser, also ohne Kaffee. Ohne Kaffee durchlaufen lassen, damit die Leitungen gespült werden. So, dann haben wir jetzt schon mal den Stromstecker reingesteckt. Nicht vergessen, dann wundert ihr euch, warum nicht leuchtet. Ohne Strom geht nichts. Jetzt müssen wir die Maschine erstmal anschalten. Dann leuchtet hier so eine Leuchte. Warum? Die leuchtet halt. Ne, die zeigt jetzt an. Jetzt heizt sich das Gerät auf. Jetzt leuchtet so lange rot, bis das Gerät aufgeheizt ist. Das ganze Teil wird dann hier warm. Hier oben kann man dann gleichzeitig auch Tassen mit erwärmen, wie das richtig so in einer Cafeteria im richtigen Kaffee gemacht wird. Also vorsichtig, das wird alles heiß. Und wenn es blau leuchtet, dann ist die Maschine so weit, dass alles aufgeheizt ist. Auch dieses Heizelement da drüben. Warten wir mal kurz. Ich habe jetzt gerade so vor mich hin gebrubbelt. Kurz ist gut, aber wie ich mich hinsetzen wollte, war es dann schon blau. Also jetzt haben wir das Gerät auf Betriebsbereitschaft. Jetzt haben wir hier oben, kannst du das sehen? Ja. Das Zeichen. Hier wird die Kanne dann aktiviert. Kurz mal nach rechts schieben, leuchtet blau und jetzt müsste da dann bald mal das Wasser kommen. Jetzt wird das auch noch mal ein bisschen erhitzt vorbereitet und dann geht's los. Blubbert schon vor sich hin, hat ja nicht lange gedauert. Da kommt dann das Wasser raus. Das sind eigentlich alles nur Sekundensachen. Ja, das ist alles Sekunden. Ich habe jetzt auch gedacht, wenn du die Bedienungsanleitung erstmal liest, erstmal warten, bis das leuchtet. Ja, aber das leuchtet sofort. Also das ist keine Stunden, die man da jetzt wartet. Du schaffst es nicht mal, dich hinzusetzen und so, zu warten. So, jetzt spülen wir erstmal mit deren. Jetzt spülen wir die Seite erstmal leer durch, genau. Das Gerät stoppt dann automatisch, wenn die eingefüllte Wassermenge durchgelaufen ist. Also wir haben ja jetzt hier voll gemacht. Wenn er bloß 2 Tassen reinmacht, stoppt es eben nach 2 Tassen, wenn das Wasser raus ist. Hinten das Gerät blinkt jetzt immer noch. Wir müssen das Gerät dann jetzt ausschalten. Den Schalter wieder umlegen. Ist immer noch warm, deswegen hat es jetzt noch angezeigt. Jetzt nehmen wir das Wasser, entleeren das und jetzt können wir uns richtig Kaffee brühen. Das machen wir jetzt im zweiten Schritt dann. So, und wir haben ja jetzt einmal das Wasser durchlaufen lassen, also ist das Gerät hier oben auch
naja, warm, manche sagen heiß. Mein Mann würde sagen mittelwarm. Lauwarm. Für mich ist es richtig schön warm, heiß fast. Jetzt kann man die Filtertüte einsetzen. Knickt die immer so um. Ganz normal, wie bei jeder anderen Kaffeemaschine. Dann füllt man sich, hier ist auch so ein Messbecher-Dingens mit bei. Da habe ich mich früher mal gefragt, wo kriegt man das her? Ist bei der Kaffeemaschine mit bei. Dann füllt man sich seinen Kaffee ein, so viele Tassen, wie man hat. Also pro Tasse ein so ein Messbecher. Brauche ich ja denn mindestens. Mach nicht zu viel, ich habe ein gebrochenes Herz. Können wir auch wieder Wasser einfüllen. Wir sehen ja hier außen, wir brauchen innen gar nicht gucken. Wir sehen hier außen, wenn es voll ist. Oder wir können auch hier kontrollieren, ob wir jetzt nur zwei Tassen oder was. Da schwimmt ja ein roter Popel drin. Dann kannst du mal rauspopeln. So, jetzt haben wir wieder voll. Und zum Zuklappen braucht man nur hier oben das ganze Ding. Beide Seiten drücken, zu, fertig. Ist der Lack. Fertig ist es. Jetzt machen wir hier wieder den Schalter ein. Bis es blau leuchtet. Wie gesagt, 5 Sekunden oder so, das war nicht lange. Jetzt leuchtet es schon wieder blau, hat jetzt wirklich nicht lange gedauert. Kurz mal antippen, Kaffeekanne, Zeichen und dann kommt unser Kaffee endlich. Wird aber auch Zeit. Ja, echt. Wenn wir jetzt schon mal ein bisschen Zeit haben, während wir auf unseren Kaffee warten, das ganze Teil hier sieht jetzt verchromt aus. Sieht nicht nur verchromt aus, es ist richtig Metall, verchromtes Metall. Nicht nur Plastik, was Silber angestrichen ist. Ist wirklich ein hochwertiges Gerät mit einem hochwertigen Thermoblock, dass die ganze Sache auch richtig gut geheizt wird, der Druck gehalten werden kann und alles. Also man hat da schon wirklich ein wirklich gutes Gerät. Das kostet natürlich auch ein paar Euronen im Gegensatz zu so einer Kapselmaschine, aber das lohnt sich. Die Kapseln sind eben teuer und jetzt nimmt man ganz normalen Kaffee und kann sich seinen Kaffee, ob nur Latte Macchiato oder eben jetzt erstmal hier den Filterkaffee, jederzeit selber brühen und braucht nicht mehr losrennen, diese Kapseln holen. Ja. Muss man eigentlich jetzt jedes Mal mit Wasser nachspülen? Das wäre jetzt der Hammer. Nee, das nur, weil das Gerät ja jetzt neu war, haben wir es einmal mit normalem Wasser durchgespült, falls irgendwas in den Leitungen ist. Aber ich habe noch keine Kaffeemaschine gehabt, wo irgendwas drin war. Aber jeder Hersteller empfiehlt eben einmal so mit normalem Wasser durchlaufen lassen und dann erst seinen Kaffee. Also nur das erste Mal. Oder wenn du jetzt, ein ganzes Jahr im Urlaub warst, dann sollst du das auch nochmal machen. So lange fahren wir nicht in Urlaub. Wir machen jetzt Urlaub zu Hause, wie in Italien, weil ich kriege jetzt mein Latte Macchiato und alles schön mit frischem Kaffee aus dieser Maschine. Das wollen wir erstmal sehen. Und wir brauchen hier, siehst du, die Maschine ist zwar ein bisschen teurer jetzt als andere, aber es sind ja eigentlich auch zwei Maschinen. Kauf dir mal eine gute Kaffeemaschine und kauf dir mal eine gute Espresso-Maschine. Also, und wir haben jetzt weniger Platz, weil das ein kompaktes Gerät ist. Deine Maschine kann weg, meine Maschine kann weg und wir haben alles auf diesem einen kleinen Stückchen. Quadratmeter. Meter mal Meter. Nee, ihr siehst ja, wie klein das ist. So, unser Kaffee ist dann jetzt durchgelaufen. Die Maschine. Schnell. Ja, 3 oder 4 Minuten. Also wir haben jetzt du hast kaum deine Zigarette geschafft, das war nicht. Und du machst so und weg ist sie. Ja. Also das geht wirklich schnell. Die Maschine stellt, wie gesagt, automatisch ab. Und da ist auch so ein, wie nennt sich das, Energiespar-Modus drin. Also wenn man jetzt vergisst, die Maschine auszustellen, stellt sie sich nach 8 Minuten alleine aus. Und das ist jetzt auch eine coole Sache, weil du vergisst es ja auch immer wieder. Du musst ja immer hinterher rennen, weil du immer noch. Du bist eine olle Petze, ey. Machst du eine Petze? Also unser erster Kaffee ist fertig. Wir gehen dann jetzt Kaffee trinken. Ihr müsst jetzt warten, bis wir das nächste machen, aber kommt ja gleich hinterher. So, und jetzt wollen wir uns dann mal um diese Seite der Kaffeemaschine oder des Kaffeecenters kümmern. Hier haben wir ja den Espresso-Teil. Da sind bis zu 19 Bar Druck drauf. Die Kaffeemaschinen, die ich sonst immer hatte, hatten 15 Bar. Die hohe Barzahl ist dafür da, damit der Kaffee eine schöne Crema oben drauf bekommt. Probieren wir ja alles nachher mal aus. Wir haben hier hinten das Teil, wo das Wasser reinkommt. Und der Siebträger muss natürlich vorher immer ab sein. Sieht man ja, sonst kriegt man das gar nicht raus. Spätestens dann merkt man. Steht so in der Beschreibung, dass man es rausmachen muss, ist aber eigentlich ganz einleuchtend. Jetzt kann man das erstmal mit Wasser füllen. Wir müssen dieses Teil nämlich jetzt erstmal entlüften beim ersten Gebrauch und das machen wir jetzt. Ich fülle mir jetzt erstmal Wasser rein. So, da haben wir hier vorne auch wieder so einen Maximalfüllstandsanzeiger. Dann schieben wir das hier wieder rein. Das wird aber ein großer Kaffee, denn Espresso. Mehrere Espressi machen.
Oder wie macchiato. Die Maschine denn, dass das ganze Wasser nicht raus muss? Das muss nicht raus. Du hast ja hier die Schalter. Hier sind an der Seite, sind, also das kann man jetzt hier auch wieder abmachen. Zum Von Reinigen. Sauber machen, das weiß doch natürlich. Jeder. Das ist logisch. Kann man auch so aufmachen. Ich schau mal erstmal hier an. Diese alles. Schale ist unbezahlbar bei deinem Kleckern. Oder bei deinem Kleckern mit deinem Wackeln mit der Tasse immer. So, wir haben ich hier. Bin eben alt, ja. Wir haben hier an der Seite die ganzen Schalter, hatten wir ja schon mal gezeigt. Und hier zeigt es dann an, also wir machen jetzt hier bloß eine Tasse für einen Espresso oder ja, einen Espresso. Hier kann man dann eben zwei machen. Es ist schon eine bestimmte Füllmenge voreingestellt, man kann die aber auch noch selbst regulieren. Da gibt es dann auch noch einen Schalter, da müssen wir uns dann mal mit beschäftigen, dass man, wenn man größere Tassen hat, größere Espresso-Tassen hat. Das gibt es ja. Müssen wir mal gucken. Also Italien wärst du verloren. Echt, ey. Du musst eine richtige Schulung dann machen. Aber das müssen die Barista ja auch machen. Ja. Dafür musst du nun mal, für diese ganzen teuren, großen Kaffeemaschinen müssen die ein Studium. Eine Schulung machen, ein Studium, Masterabschluss. Ja. Aber hier ist das ja alles jetzt einfach. Man muss nur die Bedienungsanleitung lesen. Zu der Espresso-Maschine ist dann jetzt hier auch so ein Siebträger dabei. Da kann man dann einen Siebeinsatz für zwei Tassen oder für eine Tasse einsetzen, da dann den Kaffee einfüllen. Zum Einfüllen für den Kaffee haben wir hier so einen Portionierer, der dann immer für ein oder zwei Tassen ist. Und dann kann man das hier feststopfen. Das sind so die Teile, die hier extra zu sind. Wir haben jetzt das Wasser da drin. Und jetzt müssen wir den Siebträger einsetzen. So, also hier unten reinschieben. Wir haben ja jetzt keinen Sieb drin. Den haben wir ja hier. Haben wir beide wir wollen ja auch nur entlüften. Nur erstmal das Wasser, dann nach rechts, bis es fest ist, fertig. So, und jetzt sollen wir hier unter die Dampfdüse ein Gefäß stellen. Stellen wir einfach mal eine Tasse hin, damit da das Wasser rein kann, was jetzt zum Entlüften gebraucht wird. Meinst du nicht, aus dem Filter kommt auch Wasser? Ja, da steht eigentlich die Tasse unter dieses Ding da stellen. Ah, ja, bin ich gespannt jetzt. Wir stellen ja auch bloß dieses Ding da extra an und das dann das Entlüften. Ach so, dann los. Wir wollen ja jetzt entlüften, also hier soll Luft und Wasser rauskommen. Dafür stellen wir hier an dem Hebel an die Stelle für Entlüften für Wasser. Ist da drüben eingestellt schon, hier von mir red. Jetzt müssen wir die Kaffeemaschine anstellen. Solange das rot leuchtet, ist es wieder noch beim Aufheizen. Und wenn es blau ist, dann haben wir hier oben, siehst du den Schalter da auch? Hier oben so ein Drehknopf. Ja. Und da können wir dann anschalten, solange wie man dann Wasser raus haben will. Aber das machen wir ja gleich. So, jetzt leuchtet das schon blau, hat jetzt nicht lange gedauert. Wir haben das alles eingestellt und jetzt wollen wir den Dampf da raus haben. Jetzt muss man hier dran drehen. Erschrecken Sie mich immer. Und jetzt kommt da so lange Wasser raus, wie wir hier angestellt haben. Ach so. Und damit kann man auch gleichzeitig den Milch Schaum dann machen. Aha. Im nächsten Schritt. Hast du keine Angst, dass es überläuft? Nee, wir machen es aus und fertig. Zack, aus, erledigt. Maschine aus. Wir haben jetzt dann das Wasserglas da weggenommen, müssen jetzt den Siebträger wieder rausnehmen. Und jetzt wollen wir ja den Wasserfilter einsetzen, also man kann das Gerät mit und ohne Wasserfilter betreiben. Wir bräuchten ja die Kien bei unserem Feiern. Also bei uns brauchen wir eigentlich Kien, deswegen, aber ich zeige euch, zeig wie er eingesetzt wird. Der sollte jetzt, das haben wir jetzt hier schon liegen gehabt, eine Viertelstunde vorher im kalten Wasser liegen. Das haben wir jetzt schon und jetzt müssen wir uns hier das Wasserdingens wieder rausholen. Muss ich leider wieder auskippen. Und während das Gerät jetzt hier leer ist, den Wasserfilter einsetzen, bis er hier einrastet. Da ist unten, kann ich jetzt umdrehen, da ist so ein Loch drin. Da muss man das jetzt reinstecken, bis es einrastet. Ist das publik. Und dann ist es fest, dann kann das Wasser wieder rein. Und? Passen auch 1,5 Liter, habe ich gerade gemessen. Och. Wahnsinn. Hm? Och. So viel Kaffee kann man ja nicht trinken. Nee. Jetzt wollen wir 2 Tassen Espresso machen, also 2 Espressi machen. Gucken, ob irgendwo noch so ein Nippel ist. Nee, ist nichts zu sehen. Also einfach hier reinsetzen. Ist gut. So, rein damit. Da
dann muss der Kaffee da natürlich rein. Dafür haben wir ja diesen Messlöffel. Jetzt brauchen wir zwei davon, weil wir ja zwei Tassen machen wollen. Jetzt erstmal passen alles. Feststopfen. Nächsten Löffel rein. Macht das bloß vorsichtig. Ja. Vor allem den Kaffee da drin machen. Weil du das nicht richtig machst, dann explodiert das daher noch. Ich sehe am Lichter. So, festdrücken. So. Siebträger wieder einsetzen. Das hier ist das Fummeligste für mich irgendwie. Ich weiß nicht, warum das so. Ich muss die richtige Stelle finden. Ja, das ist angezeigt. Ja, das ist jetzt das geht ja nicht anders rein. Übungssache. Ja, da sind drei so eine Löcher, die musst du treffen. Und Kraft muss man haben. Und jetzt mal festdrücken. So. Nee, alles vorsichtig ohne Kraft. Jetzt haben wir alles schon eigentlich vorbereitet. Jetzt haben wir zwei Tassen. Oder die größte davon nehme ich. Die größere davon ist die blaue. Ist ein bisschen größer. Sollen wir jetzt unter die Auslaufdinger stellen. Naja, jetzt müssen wir die Kaffeemaschine wieder anstellen. Also hier unten wieder einschalten. Dann haben wir ja auf Espresso eingeschaltet. Auf zwei Tassen oder eine? Achso, ja, wir haben jetzt auf Espresso und Wasser eingeschaltet, damit das erstmal aufheizt. Und dann haben wir ja hier den Schalter für zwei Tassen. Da müssen wir jetzt warten, bis das hier blau ist. Ist schon blau, trauen wir uns einfach mal. Schalten kurz. Und dann warten wir mal. Jetzt wird einmal kurz vorgebrüht, also kommt ein bisschen Wasser rein, damit das Wasser in den Filter, in den Kaffee da reingeht, damit der Filter Kaffee sich ein bisschen vollsaugt. Und dann wird erst der Druck aufgebaut. Oh, guck mal. Und jetzt kommen zwei Espressi rausgelaufen. Ist das süß. Ist das süß. Na, dafür brauchst du ein Studium, das stimmt. Ja. Abgeschlossenes Masterstudium. Nee, das geht alles ganz einfach. Man muss halt nur wissen, welchen. Man muss nur die richtige Maschine haben. Naja, und dann musst du gucken, welchen Knopf du drücken musst und dann ist das alles ganz einfach. Hast du keine Angst, dass das überläuft? Ich habe extra große Tassen. Ich habe damals größere Espressi-Tassen gekauft, als eigentlich ist. Wir haben da immer Land. Ganz egal welche. Du stellst sie alleine ab, oder? Du stellst sie alleine ab, ja. Hast du ein Glück. Ja, es gibt noch viel kleinere Tässchen, die haben wir auch noch. Die wollte ich jetzt aber nicht nehmen, ich will erstmal sehen, wie viel da rauskommt. Sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher, deswegen habe ich meine größeren Tässchen genommen, die dann vielleicht bloß halb voll sind oder so. So eine Maschine das erste Mal auszuprobieren, ist wie ein Abenteuer. Das ist immer ganz schön aufregend. Da muss man erstmal seine Herztabletten nehmen, mal ruhig bleiben, am besten noch Antidepressiva oder sowas. Nee, umso halt älter man wird, umso mehr Abenteuer wird es. Wir haben Abenteuer mit dem neuen Gerät, Wahnsinn. Ja, jetzt ist mir aufgefallen, ich habe jetzt hier in dieser Tasse leider ein bisschen weniger. Ja, mein. Trink sowieso ein bisschen weniger Kaffee. Hier die größere Tasse war da sowieso meine. Da tropft es immer noch rein. Da ist schon mehr drin als ist in meiner. Und doch wohl nicht die Möglichkeit. Tropft da immer noch drin bei dir. So ja, was. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, nur tut mir auf zu tropfen. Aber wir haben ja den Auffang. Ups, hast du jetzt ausgekippt? Nee, und jetzt haben wir hier den Kaffee. Naja, siehst du. Passt doch. Ja, für mich ist jetzt noch genügend Platz, um die Maschine Zucker. Weiß genau Bescheid über unsere Verhältnisse. Für mich ist genügend Platz, um Zucker und Milch reinzumachen. Genau. So, und ehe mein Mann jetzt seinen Espresso kriegt, müssen wir das natürlich wieder sauber machen, das Teil wieder abmachen, den Kaffee hier entsorgen und ausspülen. Schöner Blumendünger. Ja, wir heben das immer auf und dann haben wir Blumendünger, genau. Hier oben auf dem Gerät hatte ich noch gar nicht erwähnt, das wird ja alles warm. Da kann man seine Tassen schon mal vorwärmen. Richtig so wie im Kaffee. Die haben ja auch da mal die Tassen oben stehen. Da habe ich immer gedacht, warum haben sie die da? Schöne Abstellfläche, ist ja ganz toll. Nee, die werden da vorgewärmt, damit der Kaffee dann auch die richtige Temperatur behält und man den nicht in eine kalte Tasse reinmacht. Also ist alles schon durchdacht. Da wäre ich jetzt eh nicht drauf gekommen. Dann wollen wir uns ja einen Latte Macchiato machen. Kann man mit dem Gerät ja auch. Man braucht also einen Espresso und dann braucht man aufgeschäumte Milch. Dafür hat man hier dieses Teil dran, um die Milch aufzuschäumen. Ich habe jetzt immer gelesen, richtet nicht ab jetzt. Wie kommt man da hinten ran? Nee, das ist beweglich. Das kannst du da hin machen, wo du das hin haben willst. Um
hier erstmal nur Wasser rauslaufen zu lassen, wenn du heißes Wasser nur brauchst. Und hier, um dann dein Milchdingens ranzuhalten, damit man da auch rankommt. Also steht leider nicht in der Beschreibung. Das ist jetzt so ein Punkt, wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin. Und man traut sich nämlich nicht, wenn du das Gerät neu hast, hier irgendwie ranzugehen. Und dann habe ich gedacht, probierst du das einfach mal. Und zack, geht ganz einfach. Also man muss nicht mit Gewalt rangehen. Es geht wirklich ganz einfach zu bewegen. Jetzt brauchen wir ja für unseren Latte Macchiato, wie gesagt, einen Espresso. Wir brauchen dann wieder den Siebträger. Ich habe jetzt den kleinen genommen, weil ich nur einen Latte haben möchte. Da muss dann der Kaffee rein. Jetzt müssen wir erstmal die Kaffeemaschine wieder anstellen für Espresso. Da haben wir ja hier die ganzen Schalter. Wir stellen jetzt hier, ist schon eingestellt auf Kaffee und heiß Wasser. Wir wollen ja einen Kaffee haben. Dann stellen wir die Maschine an, dass sie schon mal aufheizt. Und währenddessen machen wir uns jetzt hier Kaffee rein in den Siebträger. Dafür haben wir wieder unser Messlöffelchen hier. Ein so ein Messlöffelchen da rein. Am besten ohne zu kleckern und zu krümeln. Das sind wir ja gewöhnt bei dir. Echt, den Tatterich darfst du nicht haben. Dann mit dem Temper feststampfen. Das Ding nennt sich Temper. Richtig schön feststampfen. Der Rand von dem Teil hier oben muss immer sauber bleiben. Und dann können wir das hier eigentlich schon mal einsetzen. Und das ist jetzt wieder mein Spiel hier. Das ist alles nur Gefühlssache. Man muss mal weit genug nach hinten gehen. Man ist immer vorne am Suchen, aber das ist weiter hinten. Festziehen, nicht zu fest, aber so, dass es fest ist. So, dann haben wir das schon mal vorbereitet. Für einen Latte Macchiato brauchen wir erstmal hier unten Milch. Dafür müssen wir uns ein bisschen Milch, das habe ich jetzt in der Mikrowelle gemacht, heiße Milch schon mal einfüllen in ein Glas, stellen wir uns beiseite. Jetzt brauchen wir ein Espresso, den mache ich mir hier unter mein Teil drunter. Jetzt ist mir aufgefallen, wir haben hier auch noch eine Funktion, man kann das Teil auch noch höher setzen. Hier sind nämlich zwei so kleine Knöpfe und wenn man die gleichzeitig drückt, zack, geht das ganze Ding höher, kann man also seine Tasse besser positionieren. Ist auch eine super Sache. Ihr schickt ein Gefühl. Ja, man muss nur die Bedienungsanleitung lesen. Wer lesen kann, ist voll im Vorteil. Oder sich halt unser Video angucken, wollte ich gerade sagen. Da warst du jetzt schon wieder, ja. So, jetzt schalten wir uns den Espresso an. Wir haben jetzt hier eingeschaltet. Wir brauchen eine Tasse Espresso. Wieder kurz bewegen. Und dann wird erstmal vorgebrüht. Ich habe immer Angst, das steht nicht richtig. Aber du wirst doch gleich sehen, wenn dann wenn daneben spritzt schnell. Du musst die Hand unterhalten. Ja, damit man genau weiß, wo es hinläuft. Passt, wackelt und hat Luft. Wartet alles nicht. Und jetzt läuft er da erstmal rein. Ja. Das ist nicht so. Das dient ja schnell. Ja, das geht ruckizucki. Und dann hat man sein Espresso da drin. Und jetzt haben wir nämlich hier bloß so ein ganz bisschen drin. Ist eigentlich bloß ein normaler Espresso, 50 Milliliter. Ich habe aber jetzt riesengroße Espresso-Tassen. Wir sind immer, ist immer gleich für einen doppelten Espresso. Deswegen hatten wir die genommen. Und das kann man dann einstellen. Reicht aber theoretisch so. So, hier haben wir dann jetzt nochmal die Crema, damit ihr die seht. Die Crema ist aber auch abhängig von dem Mahlgrad des Kaffees. Habe ich mich jetzt mal schlau gemacht. Also wenn er zu grob gemahlenen Kaffee hat, wird das nicht. Wenn er zu fein gemahlen ist, wird der Kaffee bitter. Also Espresso machen ist eine Kunst für sich. Deswegen gibt es ja diese Barista. Aber naja, man kann es ja auch alleine machen. So, jetzt kippen wir. Vorsichtig, langsam. Ja, kipp mal langsam mit so einer kleinen Tasse. Die geht ja nicht so einfach hinzukippen. Ich habe gedacht, beim 10. Mal wird es besser, aber nee, wird es nicht. Du kannst einfach nur gießen. Du bräuchtest jetzt ein Kännchen mit so einer Schenktülle vorne. Dann geht das bestimmt. Naja, wird jedenfalls ein Latte langsam. Jetzt brauchen wir heiße Milch, aufgeschäumte Milch, um den Latte fertig zu machen. Jetzt müssen wir auf die andere Seite den Schalter hier stellen zum Dampfen. Stellen die Tasse hier drunter und drehen jetzt erstmal hier oben den Regler. Die Maschine ein bisschen um, sieht man das jetzt hier besser. Dann dreht man erstmal hier oben an dem Regler. Das leuchtet ja blau, das ist ja alles schon eingeschalten. Lässt man erstmal ein bisschen Dampf raus. So 2-3 Sekunden, damit das wirklich auch vorgeheizt ist. So, und jetzt nimmt man sich eine Tasse mit richtig gekühlter Milch. Die soll richtig schön gekühlt sein. Aha. Ja, habe ich auch nicht verstanden.
gekühlte Milch. Zu viel brauchen wir jetzt auch nicht. Und ich mache jetzt erstmal mein Teil hier wieder runter. Jetzt können wir hier oben das bisschen nach außen ziehen, halten das Teil drunter, also die Milch praktisch, und drehen jetzt wieder den Knopf, damit Schaum rauskommt. Ja, das ist das, ja. Und halten das richtig schön in die Milch rein und, das schäumen, ist ja cool. Und schäumen die Milch auf. So, dann löffelt man sich den Milchschaum hier drauf, kann da noch ein bisschen mit drauf gießen. Wenn das mal nicht cool ist. Und dann hat man seinen Latte, wenn man den richtig geschichtet hat, fertig, hat man seinen Latte Macchiato selber gemacht. Perfekt. So, und jetzt müssen wir das Teil hier wieder reinigen, stellen wieder eine Tasse drunter, wo man Wasser reinmachen kann, schieben den Knopf rüber, damit Wasser rauskommt. Jetzt wird das wieder aufgeheizt oder abgekühlt, je nachdem, in welchem Bereich man jetzt gerade ist. Eigentlich ist das auch zum Abkühlen der ganzen, des ganzen Gerätes. Wenn man aufhört mit dem Kaffee, muss das ja erstmal gereinigt werden. Wenn, so, also die Tasse steht drunter, wir haben hier eingestellt und dann dreht man hier oben den Knopf, dass dann jetzt Wasser rauskommt. Und ja, oder die Kanüle. Dass man das reinigen kann. Wieder ausschalten. Jetzt wird das bloß mit dem Lappen noch ein bisschen sauber gewischt und dann ist die Düse unten aber gereinigt und dann ist die Sache fertig. Jetzt muss man natürlich hier auch den Siebträger wieder entfernen, den Kaffee rausmachen. Das mache ich immer auf dem Blatt, also Küchenpapier, und mache den Kaffee raus. Das sammelt der Alte als Dünger. Jo. Und ganz am Schluss, das Tolle bei dieser Maschine fand ich dann auch noch, dass man diese Kaffeepads benutzen kann, die ja eigentlich nur wie Teebeutel sind. Dann braucht man nicht den Kaffee abmessen oder was weiß ich. Man nimmt sich dann seine, da gibt es ja Espresso-Pads. Ich habe jetzt hier exquisit ganz preiswerten Kaffee, obwohl der von Käfer ist. Oder eben Dallmayr, da gibt es ja von verschiedenen Firmen jetzt diese Pads und damit machen wir jetzt auch nochmal einen Kaffee. Dafür kommt dann dieser Pad jetzt hier in so ein, in dieses kleine Teil rein. Also nicht in die für zwei Tassen, sondern nur für eine Tasse. Und dann wird es hier oben wieder reingemacht. Wenn man das 100 Mal gemacht hat, findet man auch die richtige Position irgendwann. Kann sein Teil wieder festmachen. Stellt alles wieder ein wie bei Espresso. Kann das hier ein bisschen erhoben, also hochstellen, so rum. Blau leuchtet das schon, tippt jetzt einmal für Espresso und dann wird jetzt hier Espresso mit diesen Pads gemacht. Ist eine einfache, saubere Sache, machst das Pad raus. Muss man sich selber jetzt überlegen, möchte man das mit dem frischen Kaffee immer machen oder mit diesen Pads. Hier kommt jetzt wieder noch, weiß ich nicht, ob der andere, ist halt ein anderer Kaffee, den wir jetzt verwenden. Es schmeckt dann bestimmt auch wieder anders. Die Crema wird anders, weil das ja abgestimmt ist eigentlich für diese Padmaschinen. Zack, ist so, jetzt ist schon durchgelaufen. Die Maschine stellt sich ja automatisch ab, wie wir es immer haben. Nachtropfen wird immer sein. Dafür haben wir ja den Tropf. Und hier ist jetzt richtig eine tolle Crema, weil das jetzt wohl der perfekte, ist ja weil das jetzt wohl da der perfekte Kaffee dann dafür ist. Ja. Also ihr seht, man hat eine ganze Menge Möglichkeiten. Dieses Teil hier unten säubern, das brauche ich jetzt wohl nicht zeigen. Das kann man rausnehmen, abwaschen. Abwischen. Kannst das ganze Teil rausnehmen, abwaschen. Ist fertig. Also man kann damit alle möglichen Kaffeesorten machen, die man möchte. In der Anleitung habt ihr auch eine Seite, da sind dann so Rezepte für verschiedene Kaffeesorten, dass man weiß, wie welcher Kaffee gemacht wird. Hier, da ist dann für Kaffee Latte, Cappuccino, Cappuccino Frido, Kaffee Mocca, Kaffee Coretto, Macchiato, Latte Sie Macchiato. Nicht das Video in ja, der jedenfalls verschiedene Kaffeesorten, damit man weiß, wie man es machen muss. Also ich finde es ein geniales Center, ohne Kapselmaschinen, ohne weiter Müll zu machen. Das fand ich wichtig. Das Teil aus Chrom fand ich klasse, sieht eben edel aus, wenn es so in der Küche steht. Ist schon eine coole Sache. Also wenn ihr euch interessiert für eine neue Kaffeemaschine, macht euch da mal schlau. Ich verlinke euch, wo man die bekommen kann. Da seht ihr dann auch den Preis. Muss man immer selber entscheiden, ob man das ausgeben will oder nicht. Ja. Wir fanden die Maschine gut. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach und wir finden die tollsten Geräte für euch.